Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich gucke nochmal bei den Bienen rein. Es ist zwar mächtig viel Betrieb, also es ist ja jetzt in der Sonne ein bisschen warm und an allen Kisten leben sie noch. Die schleppen Pollen rein bis zum geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo sie den herholen. Aber trotzdem auf Nummer sicher, wir gucken nochmal nach. Vor allen Dingen interessiert mich, ob die das Futter, weil ich beim letzten Mal unten drunter gestellt habe, wo es ja keinen Film von gab, das ist nur auf meinem Blog nachzulesen, ob die das angenommen haben, ob die oben das Futter angenommen haben, weil irgendwann muss es ja besser werden. Die Wettervorhersage sagt noch 7 Tage oder so, dann sind die Frostnächte weg. Also ich hoffe mal, dass ich über den Berg bin, aber zur Sicherheit gucke ich nochmal rein oder wir beide gucken nochmal rein. Der Reihe nach, wieder wie immer, bei dem Zweizager fangen wir an und dann geht's los. So, viel Spaß. Hier müsste das Futter oben drin sein, was die nicht gefunden haben. Das Futter steht immer noch so drin wie vorher. Also man sieht es ganz klar, da ist keine einzige Biene hingekommen. Das ist sehr bedenklich. Trotz der Futterspur, die ich da gelegt habe, stellen wir das mal auf Seite hier. Aber es sind noch jede Menge Bienen drin, hier oben. Ich gucke einfach mal nach, ob ich hier oben noch was Futter erkennen kann. Ich habe zwar in Filmen gesehen, dass man das von oben sehen können soll. Ich sehe da nichts. Hier ist kein Futter. Upsdi, upsdi. Ja, beruhig dich. Die Wabe ist komplett leer. Da ist kein Gewicht mehr drin. Die auch nicht. Die merkt man, dass die leer ist. Jetzt gehen wir mal hier auf die Seite. Da ist noch ein ganz klein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Das ist eine schwere Entscheidung. Also, noch ein Blick in das gesamte Volk. Wir haben hier oben, aber die ist extrem leicht, die Zarge, da ist nichts mehr. Und unten ist auch noch jede Menge an Bienen, aber ich sehe nichts, was irgendwie verdeckelt ist oder dergleichen. Ein Blick in das Volk vom Verein, was ich bekommen habe, weil da kein Schwarm war. Auch da ist das Futter nicht gefunden worden, unberührt. Da sind ein paar Bienen sind reingefallen, aber ansonsten nichts. Jetzt heben wir die mal an. Auch da ist, das ist nichts mehr. Das weiß ich. Aber hier hatten wir Futter drunter gestellt. Dann gucken wir uns das mal an. Kannst du mal auf Seite gehen? Ob das wenigstens angenommen worden ist? Auch nicht. Also man sieht, der Futtersirup, den ich da reingetan habe, ist unangetastet. Ja, da weiß ich so nicht mehr weiter. Gut, dann lassen wir das Futter hier auch drunter stehen. Mir fällt jetzt nichts anderes ein. Und machen die Kiste wieder zu und hoffen, dass die Natur anspringt. Aber ich meine, die können ja nicht alle innerhalb von einer Woche verhungern hier. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. So, das letzte Volk, dieses extrem kleine von August. Sie leben auch hier noch. Also da ist noch Futter drin. Man sieht das, das kann man hier gut sehen. Da ist noch verdeckeltes Futter drin. Hier, da zieht noch Schlieren. Also das lasse ich mal. Da ist nichts dran zu tun. Und noch dieses hier. Also auch da brauche ich gar nicht zu gucken, das sehe selbst ich als Laie hier, da jede Menge Futter, was da noch verdeckelt ist. Aber wir gucken noch mal drunter, ob das Futter, was wir denen gegeben haben von unten, ob das weg ist. So, ich heb die Kiste mal an und du guckst drunter, ob in dem Futter was raus ist, ja? Muss von hier gucken.
Also da sitzen ganz schön viele Bienen in dem Topf. Und also hier, die haben das Futter gefunden. Das sieht man ganz offensichtlich. Da sitzen welche drauf. Also die sind ausreichend versorgt. Da mache ich mir keine Gedanken drum. Mann, jetzt gibt mir doch mal da draußen einer das okay, dass ich das richtig gemacht habe. Mann, die sehen doch gut aus. Mein Gott, ob die Zagen nur was leichter sind. Irgendwann muss doch hier was zu holen sein. Wie gesagt, an der Bienenkiste, da ist wirklich viel Betrieb. Die schleppen Pollen rein bis zum Abwinken. Bei denen schaue ich mir das jetzt nochmal an, ob da noch was zu finden ist. Aber irgendwie müsste jetzt doch langsam der Winter vorbei sein. Habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht? Ich meine, wenn die das Futter nicht nehmen, nehmen sie das Futter nicht. Was soll ich denn machen? Ich habe keine andere Wahl. Ich weiß es nicht. Gib mir doch mal einer da draußen, der sagt, okay, dass das alles richtig gemacht ist. So. So weit, so gut. Das kleiner Zwischenbericht von den Bienen. Wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog, YouTube-Kanal RR Hase. Jede Menge Enten, Bienen, Hühner, Selbstversorgung, alles, was das Leben interessanter macht. Da sind noch ein paar Filme von mir. Da der Link zum Abonnieren, nicht vergessen. Und Daumen drücken. So, bis dann. Tschüss.